Zurück im Keller wollen wir uns jetzt erstmal ein bisschen um die Sauna kümmern. Ich habe ja gesagt, wir nehmen, denke ich mal, die Ecke hier drüben. Die bietet sich an. Und als erstes setzen wir natürlich mal eine Wand entsprechend der Größe. Wir haben nicht viel Platzprobleme eigentlich. Also wir können uns hier wirklich auch austoben. Ich würde jetzt einfach mal testweise eine Wand hier hinsetzen. Dann hätten wir den ganzen Bereich hier an der Seite für die Sauna. Machen wir das mal hier noch hin. Und können hier dann durchgehen und an der Seite eben noch ein paar Regale aufstellen, weil wir den Raum ja auch noch trotzdem als Keller ein bisschen nutzen wollen. Wir machen jetzt einmal die Wand hier vollständig durch, aber erstmal müssen wir hier die Lampe entfernen. So, einmal bis ganz nach hinten. Und hier drüben müssen wir gerade mal gucken. Wir hätten einen Bereich für die Tür. Ich würde die Tür vielleicht... lass mich mal überlegen. Machen wir die Tür... Könnten wir hier drüben hinmachen. Wir nehmen einfach gerade mal die Teile für die Decke schon. Das könnte uns für die Tür schon reichen. Wir probieren das Ganze mal aus. Wir nehmen dann irgendeine schicke Holztür. Die Frage ist, ob wir gleich eine Saunatür finden. Eine Lanur-Innentür mit zwei Fenstern finde ich persönlich schon ganz gut. Aber was ist denn eine Tür verschrauben? Müssen wir mal gucken. Und zwar suchen wir jetzt erstmal nach Sauna. Und da haben wir die Sauna-Glastür nämlich. Die bietet sich halt tatsächlich noch viel mehr an. Und die lassen wir... Die lassen wir nach links aufgehen. Quasi so. Das heißt, hier oben fehlt uns noch... Ein so ein Pömpel und dann machen wir hier drüben die Wand komplett fertig. So. Damit hätten wir jetzt zumindest schon mal den Saunabereich. Sauna ist ja üblicherweise eigentlich aus Holz gebaut. Das können wir hier nicht machen. Das heißt, wir müssen ein bisschen tricksen und einfach Paneele nehmen. Das machen wir jetzt als nächstes und danach suchen wir uns mal... die Wandfarbe raus. Ich will jetzt nicht den ganzen Keller nur aus Paneelen machen. Das streichen wir dann einfach in einer passenden Farbe. Wir gucken jetzt nur gerade mal. Da hätten wir eine Kiefer. Das ist aber ein bisschen zu hell. Das Laminatbraun würde eigentlich hier für außen schon mal ganz gut hinpassen. Vielleicht nehmen wir das auch noch für innen. So, und zwar brauchen wir jetzt... haben wir alles? Nee, haben wir nicht. Oh, wir haben sogar eine neue Anzeige. Das ist ja cool, wie viel wir auf der Hand haben. Das finde ich nicht verkehrt. Also 15 Stück hatten wir jetzt insgesamt. Mal gucken, ob wir uns hier nicht irgendwie verzählt haben. Aber nee, das kommt ganz entspannt, kommt das hin. Wir haben sogar noch ein bisschen was übrig, aber wir wollen ja auch innen drin noch was machen. Entweder wir machen das in derselben Optik, innen wie außen, was Sinn machen würde. Weil wir natürlich eigentlich ja eine komplette Holzwand haben. Das ist ja nicht irgendwie innen... anders als außen, aber wir werden nicht umhin kommen, zwei von denen zu verwenden. Das heißt, wir machen jetzt erstmal gerade hier die Seite noch fertig. Machen hier oben noch ein paar hin. Und dann haben wir nämlich nur noch 5 Stück. Und dann brauchen wir hier tatsächlich... Ach, wobei, wir brauchen ja noch die Rückseite. Die hätte ich jetzt fast komplett unterschlagen.
die eine Seite hätte hier noch gereicht, aber wir müssen ja auch hier die kurze Seite und die lange Seite noch machen. Da kaufen wir tatsächlich jetzt einfach nochmal zwei. Das sollte uns hoffentlich reichen. So, dann das Paket noch aufbrauchen. Na komm, das letzte Stück noch. Und dann nochmal 5. Und ja, genau ein Teil fehlt. Genau ein Teil fehlt. Aber gut, sei es drum. Für den Boden machen wir jetzt etwas Ähnliches. Da nehmen wir Laminat. Ich hätte tatsächlich jetzt auch ein Ähnliches genommen. Mal gucken, ob das dann nicht zu dunkel wird. Das wird auch ein bisschen noch mit den Möbeln zusammenhängen. Wir suchen uns jetzt gerade erstmal die Saunabänke raus. Da kaufen wir ein paar mehr davon. Hier vorne hätte ich den Ofen hingemacht. Wir machen auf jeden Fall hier hinten ein Eckteil rein. Und dann könnten wir nämlich hier auch noch verschiedene Ebenen hinmachen. Jetzt will ich aber erstmal gerade nach dem Eckteil schauen. Und zwar diese hier. Und wir könnten vom Platz her, wir könnten sogar das komplett hier einmal rumziehen. Das ist jetzt die Frage, ob wir das machen oder ob wir lieber eine zweite Ebene machen. Weil wir hätten ja noch Platz nach oben. Wir testen das einfach mal. Und zwar, ich schaue jetzt gerade, das macht eigentlich hier keinen Unterschied. Außer, dass es so ein bisschen schöner ausschaut. Von der Holzmaserung her. So. Weil nämlich hier das schön übers Eck geht. Auch wenn ich gerade sehe, dass da ein bisschen eine Kante drin ist. Jetzt weiß ich nicht, wenn wir das um 180 Grad drehen, ob das dann besser wird dadurch. Wird es, sieht aber irgendwie trotzdem ein bisschen komisch aus. Weil eigentlich, von den Farben her, wenn wir jetzt mal auf die Holzfarben... Ah, jetzt passt's. Jetzt passt's, dann habe ich nie was gesagt. Nein, das möchte ich nicht. Wir kaufen keine Eckbank. Ich hoffe, dass wir da rumkommen um die Ecke. Dass wir das hier noch reinbringen. Das passt halt einfach mal perfekt hier rein. So, jetzt schauen wir mal, dass wir mit der Farbe hinkommen. Und wir könnten dann hier hinten das einfach ein bisschen erhöhen. Das müssen wir jetzt gleich noch ein bisschen umsetzen. Dann machen wir hier vielleicht... Ah, wobei hier geht kein Eckteil rein, ne? Ah, da geht kein Eckteil rein, aber dann machen wir das einfach so, wie es jetzt ist. Hier unten ein paar, oben ein paar. Jetzt setzen wir das einfach mal noch ein Stück nach hinten, dass das jetzt erstmal ein bisschen ordentlicher ausschaut. Das muss noch ein kleines bisschen weiter nach rechts. Und dann machen wir hier hinten nochmal eine Eckbank rein. So, dann hätten wir jetzt zwei Ebenen und dann machen wir hier nochmal so ein Eckstück rein. Das Problem ist, also der Teil ist natürlich ein bisschen doof, weil ich jetzt hier keine Ecke mehr reinbauen kann. Außer wir könnten, aber nee, mit dem Eckteil, das fällt auch auf. Durch diese Schrägmaserung, wenn ich jetzt hier einfach sowas mit einbaue, fällt das zu sehr mit auf. Und auch hier passt es von der Maserung eigentlich nicht. Wir müssten das so, glaube ich, aufbauen.
Genau, so würden wir jetzt die Ecke hinbekommen. Dann ist es hier vorne aber offen. Das ist ein kleines bisschen schade. Wir können es nur so machen. Dann könnte sich hier jemand hinlegen oder hinsetzen. Hier oben könnte man eine Liegefläche hinmachen und hier eine Liegefläche. Quasi hier einen Kopf und da einen Kopf. Und hier hätten wir noch Sitzplätze und wir hätten auch hier noch Platz für weitere Sitzplätze. Das könnten wir natürlich jetzt mal versuchen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal, weil so viel Platz brauchen wir sonst nicht, dass wir hier drüben noch ein paar zusätzliche Dinge reinmachen. Dann nehmen wir aber ein bisschen Abstand nach hinten, weil wir müssen jetzt zwei Eckbänke reinbauen auf jeder Seite. Eine Eckbank hier und eine Eckbank hier. Ich will das aber noch ein bisschen nach hinten ziehen, weil wir sonst vorne so an der Tür hängen. Oder aber. Ah, warte mal, hier fehlt halt. Hier fehlt halt auch noch die Ecke. Ich meine, wir könnten es auch offen lassen, ne? Aber ich finde, wenn das so abgeschlossen ist, ist es ein bisschen schöner. Dann müssen wir jetzt tatsächlich nochmal gucken, wie wir das machen. Wir bauen jetzt gerade mal schnell den Ofen mit rein. Den Galaxik, den finde ich halt auch cool eigentlich, ne? Dass wir den irgendwo hier hinbauen. Dann hätten wir noch ein Thermometer. Das können wir dann hier hinbauen. Wir könnten auch hinten noch. Wir machen einfach zwei Thermometer. Was soll's? Wir machen zwei Thermometer. Hier ist ein Thermometer. Sanduhr. Die habe ich gesucht. Dann machen wir nämlich auch hier eine Sanduhr hin und hier eine Sanduhr hin. Dass man das eben von beiden Seiten aus erreichen kann. Dann machen wir das hier wieder weg. Und machen hier eine Eckbank hin. Und das steht noch 1 mm über. Das müssten wir noch optimieren. Ah, es ist einfach 1 mm, hat es falsch gesessen. Sind die unterschiedlich breit? Hatten wir die Probleme schon mal? Hier passt's. Und hier vorne, da passt's nicht so ganz, ne? Ah, es war minimal eingedreht. Das musst du dann auch erstmal sehen. So, jetzt hätten wir eben hier ja, Sitzflächen. Dann können wir hier oben die Liegeflächen machen. Wir haben den Saunaofen schon mal. Da machen wir jetzt ein paar Kopfstützen rein. Und zwar eine Kopfstütze einfach hier hin. Habe ich nicht gerade gesagt, kaufe viele? Und eine Kopfstütze hier. Die ziehen wir, glaube ich, noch ein bisschen nach hinten. Und dann machen wir hier noch eine Kopfstütze hin. Dann hätten wir drei Liegeflächen. Ach, wir können auch hier noch eine Kopfstütze hinmachen. Man muss es ja nicht als Liegefläche nehmen, ne? Man kann ja auch einfach sich trotzdem hinsetzen. So, dann hätten wir zwei verschiedene Plätze oben. Dann kommen jetzt noch die Saunalampen mit dazu. Das sieht jetzt schon wieder komisch aus. Warum? Was tut das? Okay, jetzt geht's wieder. So, dann müssen wir gleich mal schauen, ob die Höhe auch passt. So, dann machen wir jetzt hier einfach mal noch eine Lampe mit dazu. Über der Tür direkt. Und dann müssen wir gucken. Das heißt, die hier links muss ein kleines bisschen höher.
Dann sind die auf einer Höhe. Die dürften auch schon ungefähr auf einer Höhe sein. Ja, das, ich denke, das kommt ungefähr hin. So, dann brauchen wir jetzt noch Lichtschalter. Den brauchen wir leider hier drinnen. Dann nehmen wir einen eleganten. Nee, wir nehmen, glaube ich, einfach nur helle. Wir nehmen mal so eine Goldverzierung. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Mach das Licht an. Also es ist doch, denke ich, ausreichend hell hier drin. Wir haben Platz für Freunde, Bekannte, Verwandte und wer sonst noch so gerne in die Sauna geht. Wir können auch gerade mal das Licht anlassen und dann mal die Tür zumachen. Aber stimmt, es schaltet sich hier ab, sobald man den Raum verlässt. Gut, damit hätten wir zumindest schon mal die Sauna fertig. Und ich würde jetzt den Rest vom Keller vielleicht in so einem Ockerton streichen. Also irgendwas, was grob zu dem Holz passt, aber was nicht ganz so dunkel ist. Weil wir nämlich sonst den Keller, denke ich, ein kleines bisschen zu dunkel machen. Wir testen jetzt gerade mal die Sandmandel, ohne dass wir hier wischen. Ja, vielleicht finden wir noch, ich weiß nicht, ein Tick heller. Irgendwas, einen kleinen Tick heller. Entweder heller Pfirsich oder leicht cremig. Wir nehmen mal noch leicht cremig und wir nehmen mal noch heller Pfirsich mit dazu. Ja, komm schon. Nur weil er es gerade gespeichert hat, hat er jetzt irgendwie so Faxen gemacht. Ich finde fast, dass der helle Pfirsich ein bisschen besser passt, oder? Ich meine, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wir können das auch nochmal umstreichen. Aber es ist halt einfach ein bisschen heller, es passt zu dem Holz und es ist nicht ganz so dunkel. Wir machen das jetzt mal noch weiter. Ich würde auch die Decke gerne streichen, aber das geht halt leider immer noch nicht. Das nimmt ein kleines bisschen Gestaltungsmöglichkeit, wobei man jetzt auch so oft eigentlich die Decke gar nicht am Streichen ist. Also üblicherweise sind es ja halt auch mal nur die Wände, die man hier streicht. Das Einzige, was ich vielleicht mal ganz interessant fände, wären diese Wandpaneele auch für die Decken. Dass man mal sagen kann, man macht eine Art Holzvertäfelung. Aber gut, wir arbeiten mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. So, die Treppe darf ich jetzt natürlich wieder nicht streichen. Das finde ich dann immer so ein bisschen blöd, dass es so Stellen gibt in den Häusern, die man halt nicht beeinflussen darf. Das hätte ich schon besser gefunden, wenn ich jetzt auch das Gemauerte hier trotzdem noch streichen kann. Schauen wir mal, ob uns diese eine Farbeimer noch reicht. Ich fürchte fast, dass wir noch einen Farbeimer brauchen. Außer die Wand hier drüben. Na, die können wir witzigerweise dann streichen. Schade ist natürlich, dass wir den Sicherungskasten nicht ausbessern können. Dass wir nicht sagen können, okay, den reparieren wir jetzt. Oder der wird geputzt und dieser hässliche Rost geht weg. Aber man kann jetzt auch nicht alles verlangen, ne? Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so mit dieser Kombination der Wandfarbe mit der Holzfarbe von der Sauna zufrieden seid. Ansonsten, wir könnten zum Beispiel auch einfach die Holzfarbe von der Sauna hier noch durch irgendwie hellere Paneele ersetzen.